Wegen der angekündigten Schlechtwetterlage vom Freitag fand dieses Rennen bereits heute, also zwei Tage früher, statt. Siegerin auf der Weltmeisterschaftsstrecke von 1995 wurde die Amerikanerin Hillary Lind, die heute ihr allererstes Weltcuprennen gewann. Um eine winzige Hundertstelsekunde geschlagen geben musste sich die junge Französin Mélanie Suchet, die bereits am Samstag im Unglücksrennen von Garmisch den zweiten Platz belegt hatte. Einmal mehr enttäuschend schnitten heute die Schweizerinnen ab. Als Beste klassierte sich Heidi Zurbriggen auf dem 12. Schlussrang. 6. Platz für Heidi Zurbriggen aus der Schweiz.